Einzelstücke in allen möglichen Größen. Die Holzfässer der Firma Eder in Bad Dürkheim. Und jedem Fass wird sein eigenes Aroma eingebrannt, das es später abgeben soll an Wein, Bier oder Whisky. Es geht nicht nur darum, dass man jetzt ein paar Stücke Holz aneinander setzt und die in Form bringt, sondern auch dieses Gefühl für diesen Geschmack später dann mitentwickelt. In diesem Holz sollen einmal edle Weine reifen. Was haben wir da schätzungsweise am Restzeug? 4 Fässer für je 3000 Liter. Kein alltäglicher Auftrag für Markus Eder. Ja, schön. Das wären Weißweinfässer im Premium-Segment und geht an ein Weingut in Rheinhessen. An den Winzer des Jahres vom vergangenen Jahr. Und das war ein Gut Manns. Und da wollen wir uns natürlich besonders Mühe geben. Das Holz haben wir uns kurz angeschaut. Man sieht, es ist eigentlich schön grau, schön von der Luft getrocknet, so wie es sein soll. Man merkt es auch, wenn man es anpackt. 3 Jahre lang hat das Eichenholz im Freien gelegen, um zu trocknen. Benny Scherf ist gelernter Fassküfer. Für die Premium-Fässer sucht er Premium-Dauben aus. Hier gucken wir auf die Maserung vom Holz, den Spiegel. Und halt der Faserverlauf ist ganz wichtig, dass der hier gerade verläuft, wie man hier sieht. Sonst ist es fast nicht dicht später. Nicht jede Daube ist geeignet. Vom Trocknen sind die eingerissen. Ja. Die können wir dann als Fassdauben nicht nehmen. Was heißt das? Die Risse da oder was? Ja, das können wir nicht reinmachen. Das wird auseinandergehen dann im Fass. Und mit Fässern kennen sie sich aus bei der Firma Eder im pfälzischen Bad Dürkheim. Über mehrere Wochen wollen wir beobachten, wie hier die 4 großen Fässer für den Winzer in Rheinhessen entstehen. Und wie ihnen schließlich der richtige Geschmack eingehaucht wird. Das ist eigentlich die Maximalherausforderung. Maß und Technik, das bekommen die beiden mit Sicherheit in den Griff, da bin ich mir ganz sicher. Das Geschmacksbild, da wollen wir uns dann Mühe geben, dass wir die Fässer auch entsprechend dann toasten, also diese Geschmacksstilistiken entwickeln und gegebenenfalls noch mit Wein abdämpfen. Am Anfang aber steht das richtige Holz. Und auch er ist aus einem ganz besonderen geschnitzt, Markus Eder. 50.000 Fässer, neue und gebrauchte, durchlaufen pro Jahr seine Firma. Damit ist er europaweit einer der ganz Großen in der Branche. Mit Förster Harald Düx sucht er im Pfälzerwald bei Annweiler den perfekten Stamm. Sind wir Waisenknaben mit unserem Bauchumfang, 75 hat er hier. Die Eichen hier sind um die 200 Jahre alt, aber nicht jede eignet sich für Fassholz. Ja, das Problem taucht einfach auf, dass der Stamm dann Verwachsungen bis ins Innere hat. Das sind Knoten, die ziehen sich nach außen. Und das sind dann potenzielle Undichtigkeiten später dann in den Dauben. Und die Dauben sind somit wertlos. Andere Eichen würde der Fassmacher mit Kusshand nehmen. Aber den kann ich Ihnen aus waldbaulichen Gründen nicht geben. Da werde ich eher die Buche bedrängt, denn der hat noch nicht den Zieldurchmesser. Den lassen wir noch mal ein bisschen. Herr Eder, hier kommen wir vielleicht noch mal in 20 Jahren, wir zwei wieder. Wenn wir zusammen dann in Rente gehen. Der hier, der ist toll. Was ist mit dem da oben? Dieser hier, ja. Ja, da könnten wir uns, glaube ich, einig werden. Eieiei. Er ist ganz gerade gewachsen. Also, er hat keine Fehler. Es ist eine gleichmäßige Rinde. Das ist eigentlich von außen, also als stehendes Holz, für uns fantastisch. Das ist ein Stück, was man sicherlich so nicht immer und jeden Tag findet oder kaufen kann. Haben Sie da Glücksgefühl, so ein bisschen Kindergeburtstagsfeeling? Schon ein bisschen, ja. Ja, Weihnachten, Ostern zusammen.
Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass er innen jetzt irgendwelche Hohlräume aufweist. Aber klar, letztendlich sehen wir das erst, wenn er geerntet ist oder gefällt ist. Aber vom Augenschein her ein ganz fantastisches Stück. Jahre in weniger wie 10 Minuten geerntet. Also das ist immer so eine Geschichte, da muss ich wirklich immer drüber nachdenken, wenn ich sowas sehe. Ja, wir werden ihm, so wie wir es vorhin schon gesagt haben, zum Weiterleben verhelfen in Form eines Holzfasses. Auch hier lebt eine Eiche weiter. Das erste der vier Weißweinfässer für den Winzer des Jahres nimmt langsam Form an. Küfer Benny Scherf und Kollege Akos Hotjek haben die einzelnen Dauben schon mal passend gemacht. Man muss aufpassen, dass es nicht zusammenfällt, das Fass, klar. Ja. Und halt ein bisschen gucken, dass es hier oben im Reif gescheit drin sitzt, die Daube an sich. Ja. Dass man später nicht das Problem hat und die letzte Daube dann nicht reinbringen. Ne? Schon passiert? Das kann vorkommen, aber dann kann man ein bisschen mit dem Keil nacharbeiten. Wenn ich jetzt hier nicht richtig halte, dann fällt das ganze Fass zusammen. Dann müssen wir von vorne anfangen. Später werden Benny Scherf und Kollegen das Fass aufs Feuer stellen. Durch das sogenannte Toasting wird es nicht nur dicht, es entwickeln sich vor allem auch die gewünschten Aromen, die die Fässer so einzigartig machen. Von Vanille bis dunkle Schokolade. Fast jeder Nasen- und Gaumenkitzel ist möglich. Heute schnüffeln Whiskybrenner aus Deutschland und dem angrenzenden Ausland in Bad Dürkheim. Was toll ist, wir haben ein vielfältiges Aromen- und Geschmacksbild. Also Eichenholz schmeckt nicht einfach nur. Und sie lernen eine eigene Wissenschaft kennen. Man kann das Toasten nämlich auch versemmeln. Aromen. Ihr habt getoastetes Brot, ihr habt ein Brioche, ihr habt manchmal auch ein bisschen Weihrauch. Das ist zugegebenermaßen schon attraktiv auf der Zunge. Aber das führt immer dazu, dass ihr eine hohe Eingangssüße habt und dann hört das Produkt schlagartig auf. Das ist dann wie abrupt trocken. Diese Dauben deutlich schwächer sind als zum Beispiel das 65er oder 75er Holz, das man. Nach der Theorie zeigt Jonas Eder den Whiskybrennern die Praxis. Der Sohn des Firmenchefs peppt gerade ein gebrauchtes Fass auf. Beim Toasten bestimmen Temperatur und Zeit das spätere Geschmacksprofil. Grundsätzlich Vanillearomen, Mokka-Aromen, Schoko-Aromen, Raucharomen. Wenn man auch andere Hölzer verwendet, kann man in fast alle Richtungen arbeiten. Sogar eine Süße kann man erreichen, eine gewisse Würze, eine Frische, unheimlich beliebt bei Weißweinen, die jetzt immer mehr auch wieder im Fass ausgebaut werden. Also man kann wirklich sehr viele unterschiedliche Richtungen wählen, in die man arbeiten möchte. Geschmack. Je nach Geschmack gestalten. Das gefällt den Whiskymachern. Schließlich will jeder sein ganz eigenes Stöffchen brennen. Wie wichtig ist denn das Holz, das Fass jetzt für Sie? Sie machen ja doch relativ viel Whisky, 100.000 Liter. Ja, das ist eigentlich der Weggeber. Also wir haben ein Rohprodukt und was entsteht, kommt alles aus dem Holz eigentlich. Der Geschmack, die Farbe, das kommt alles aus dem Holz. Aber tatsächlich so, dass man diese Holznote so durch das Toasting mit Vanillenoten, mit Karamell und Zucker einfach braucht, damit der Whisky nach Whisky schmeckt. Und dann wird das erste der vier Weißweinfässer für das Weingut Manns aus Rheinhessen getoastet. Im Moment bin ich jetzt dabei, das Feuer richtig anzuheizen, dass das Holz erwärmt wird. Und es muss später außen handwarm sein. Und dann hat es die optimale Temperatur, dann kann man es drehen. Dann müssen von der anderen Seite die Reif drauf geklopft werden und dann kommt nochmal Toastfeuer rein.
zentimeterdicke Eichenbretter biegen. Das ist gar nicht so leicht. Benny Scherf ist ein erfahrener Küfer. Mehr als 13 Jahre macht er den Job schon. Er kennt den heikelsten Punkt beim Fassmachen. Du musst das Gefühl rausfinden, wann du drehen kannst. Wenn du zu schnell drehst oder beziehungsweise das Fass noch zu kalt ist beim Drehen, kann es passieren, dass Daube brechen. Das muss man so ein bisschen, muss man schon ein paar Mal gemacht haben. Von außen wird das Fass gewässert. Damit lässt sich das Holz leichter in die gewünschte Form bringen. Benny Scherf toastet bei fast jedem Wetter seine Fässer. Heute brennt die Sommersonne über Bad Dürkheim, 30 Grad. Wetter spielt eigentlich eine ziemlich große Rolle. Es sollte nicht zu arg regnen, schneien oder ja. Zu viel Wind ist auch ein bisschen doof, weil das Feuer nicht richtig brennt dann. Beziehungsweise kann ich das dann nicht richtig erwärmen, das Fass. Und dann kommt es wieder zu den Brüchen. Ja. Und jetzt ist es doch schon relativ warm jetzt heute. Das ist okay? Eigentlich optimal, ja. So ist es noch angenehm. Und so richtig bei 40 Sommertag? Grad, das wäre dann schon unangenehm. Ja. Dann wird man doppelt getoastet. Wichtig ist, dass die Premiumfässer nicht zu lange auf dem Feuer bleiben. Es ist ein sehr leichtes Toasting, dass wir keine Röstaromen reinbekommen, also keine Toastcharaktere reinbekommen. Das ist ja das, was wir im Weißwein eigentlich nicht suchen, sondern wir suchen ein schönes, fruchterhaltendes Bild, was dem Wein auch ein schönes Potenzial mit auf die Flasche gibt. Also all das ist ein leichtes Toasting. An Weißweintoast. Das Fass ächzt und stöhnt beim Biegen. Es scheint sogar zu schwitzen. Das ist ganz normaler Talg, so Fasstalg oder Rinderfett ist das. Und das ist zum Abdichten, kommt auf die Fuge. Und durch den Druck von der Reife drückt sich das halt ein bisschen raus. Das heißt, das ist alles, da wird nichts geklebt oder so, das geht alles nur mechanisch? Es ist nichts verleimt. Das ist rein durch den Winkel, den ich vorhin beim Füge angebracht habe. Und den Druck von deiner Reif drückt es zusammen. Und das macht es dicht. Es ist nichts verleimt oder geklebt oder sonstiges. Und es bleibt dann auch so dicht, obwohl nie was geklebt wurde? Das bleibt dicht. Und wie sieht's aus? Gut, es wird langsam. Stück für Stück. Das ist so ein Gefühl, das kommt erst mit den Jahren. Das ist ein bisschen wie Kaffeerösten. Ja? 2, 3, 4 Minuten zu viel und das Ganze schmeckt bitter. Und das ist das, was die Jungs eigentlich da perfekt können. Und das ist auch das, was der Beruf ausmacht. Okay. Weiter. Papier? Ja. Dann wird das Fass gedreht, damit es am Ende auch ganz dicht ist. Alles gut gegangen. Keine Daube ist gebrochen. Benny Scherf hat ja auch schon mehr als 200 Fässer gebaut. Was war das schönste Fass? Schön sind sie alle. Jonas Eder, 22, der Sohn des Firmenchefs. Er hat seine Ausbildung zum Küfer in einer anderen Küferei in der Pfalz gemacht. Ab und zu arbeitet er aber auch im Betrieb seines Vaters in Bad Dürkheim. Gerade rückt er einem alten Rotweinfass zu Leibe. Das Fass wird ausgehobelt, damit es zum Aufbereiten nochmal neu ausgetoastet werden kann. Warum macht man das? Das macht man, weil das Fass vorher schon eine Belegung hatte und der Kunde wünscht, dass es nochmal extra aufgepeppt wird für die nächste Belegung. Fassküfer ist ein Beruf, der vom Aussterben bedroht ist. Bundesweit gibt es nur noch eine Handvoll Azubis. Jonas Eder musste deshalb in die Berufsschule nach Österreich, immer blockweise für 10 Wochen. Für das geringe Interesse an dem Beruf gibt es gute Gründe. Es ist leider durchaus der Fall, dass man als durchschnittlicher Handwerksgeselle nicht das Geld verdient, wie man es an anderen Stellen könnte, in anderen Berufen. Von daher ist es in Verbindung mit der körperlichen Arbeit eben dann auch ein Kompromiss, den man angehen muss. Was verdient man denn da, wenn man fertig ist? Man verdient etwas weniger als ein Schreinergeselle direkt nach der Ausbildung. Was heißt das? So ungefähr? Wahrscheinlich zwischen 12 und 1500 Euro brutto. Jonas Eder hat seine Berufswahl noch nicht bereut.
Die Bandbreite an Aromen, die in den Fässern steckt, begeistert auch den Sohn des Firmenchefs. 120 verschiedene Geschmacksprofile hat die Firma Eder derzeit im Angebot. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Holzfeuer, so wie wir es auch machen. Es gibt den Konvektomaten, es gibt die Infrarot-Toasting und die Toastung mit Gas. Was heißt Konvektomat? Der Konvektomat ist im Prinzip eine überdimensionale Mikrowelle, die dann die Holzinnenoberfläche toastet. Das aufbereitete Rotweinfass war jetzt lange genug auf dem Freilufttoaster. Das kann man erkennen an der Färbung zum einen vom Holz, zum anderen an der Temperatur außen. Der dritte Anhaltspunkt ist, dass man mit dem Auge erkennen kann, dass die Poren sich etwas geöffnet haben. Auch wenn man drüber fährt, merkt man, das Holz ist rauer geworden. Jonas Eder studiert mittlerweile Holztechnik. Ob er danach in den Familienbetrieb einsteigen wird, weiß er noch nicht genau. Seine Entscheidung muss wohl noch reifen, wie der Wein in einem Holzfass. Es ist grundsätzlich schon darauf ausgelegt, dass ich leicht einen Einstieg finden könnte. Ich habe Küfer gelernt, habe vorher Wirtschaftsabitur gemacht und danach dann hoffentlich noch das Studium. Also ich wäre eigentlich gewappnet. Um die lange Tradition des Familienunternehmens Eder fortzusetzen. Die begann allerdings nicht als Küferei oder als Fasshandelsfirma. 1786 gründete der Urgroßvater von Jonas, Wilhelm Eder, ein Kolonialwarengeschäft in der Stadtmitte von Bad Dürkheim. Die Firma führte der Vater von Markus Eder dann weiter, als landwirtschaftlichen Bedarfshandel. Alles, was man landläufig eigentlich braucht, um Weinbau zu betreiben, also von einem Pfahl über ein Pflanzenschutzmittel, über ein Düngemittel, das war so der klassische Bedarfshandel. Aufs Fass ist Markus Eder durch Zufall gekommen. Nach seinem Betriebswirtschaftsstudium hatte er Anfang der 90er Jahre gerade frisch bei einem großen amerikanischen Unternehmen angefangen. Dann machte er eine entscheidende Bekanntschaft. Und habe im Urlaub dann in der Tat einen Franzosen kennengelernt, der mich gefragt hat, ob ich nicht ein paar Fässer für die damalige Tonnellerie in Deutschland verkaufen würde. 2 Wochen später hatte ich dann meinen Job gekündigt und habe hier auf einer großen Messe in Stuttgart angefangen, Holzfässer zu verkaufen. Danach ging es immer weiter aufwärts. Markus Eder übernahm eine Schreinerei. Die Firma wurde immer größer. Heute beschäftigt er rund 40 Mitarbeiter. Dass er in diesem Geschäft mal Fuß fassen könnte, hätte er selbst nie gedacht. Ich bin kein Önologe, ich bin kein Winzer, ich bin auch kein Holzküfer. Das ist also so, in diesem Berufsverband bin ich eigentlich der Exot, der das eigentlich selbst nie gelernt hat. Und heute sicherlich einer der größten Betriebe. In der Werkstatt arbeiten die Küfer weiter an den 4 großen Weißweinfässern. Mit verschiedenen Maschinen bereiten sie die Stirnseiten vor, damit die Böden der Fässer eingebunden werden können. Weil es kaum noch Küfer gibt, sind diese Maschinen Mangelware. Die werden nicht mehr hergestellt, das sind sehr begehrt, sagen wir mal. Ja. Und wir freuen uns eigentlich auch, wenn jemand anruft, wie es war letzte Woche einer. Sein Großvater, der hat früher Fässer gebaut und der junge Mann konnte halt mit einer Sache nichts anfangen und war halt für uns perfekt. Ja. Wie alt ist die Maschine jetzt da? Wird so circa 60, 70 Jahre alt sein. Ja. Das heißt, ihr müsst sie gut behandeln, die Maschine? Ja, die ist unser Baby. Müssen wir gut pflegen. Und noch so ein museumsreifes Baby. Damit wird die sogenannte Nut gefräst, in die der Boden später eingepasst wird. Damit der Wein im Fass bleibt, dichtet Benny Schärf die Nut mit Roggenmehl ab. Und mit Schilf. Silikon könnte man auch machen, aber da bräuchte man ja auch wahrscheinlich so 20 Kartusche und das sprengt dann hier den preislichen Rahmen. Ne? Und so ein Fass hält ja 100 Jahre, das heißt Schilf und dieses Roggenmehl hält auch 100 Jahre nicht? In der Regel hält es, ja, tatsächlich. Und kann sein, dass ab und zu mal ein bisschen was undicht wird. Und dann muss man halt auch mal in den Keller zum Kunde, muss das ältere Fass dann aufmachen.
und muss es neu verschilfern. Das kann schon vorkommen. Also Fuge, ein bisschen Rind oder so. Aber ist alles kein Problem. Und ein bisschen nach links. Auch bei den drei anderen Fässern müssen die Böden noch eingebunden werden. Auf den Vorderseiten wird jeweils ein Türchen eingebaut. Und natürlich werden sie auch noch lackiert. Wir werden die Fässer wieder sehen, wenn sie beim Kunden ausgeliefert werden. Um die Kundschaft kümmert sich Ralf Messing. Er ist zuständig für Vertrieb und Marketing. Heute ist er auf dem Weg nach Zellertal im Donnersbergkreis, zu einem alten Weingut, das vor kurzem von neuen Besitzern übernommen wurde. Lea Bremer will zusammen mit ihrem Berater Michael Acker und Ralf Messing den aktuellen Jahrgang verkosten. 100 verschiedene Fässer hat die Firma Eder an das Weingut verkauft. Nicht nur eigene, sondern auch Handelsware von anderen Herstellern. Ralf Messing will den Kunden auf keinen Fall seinen persönlichen Geschmack aufdrängen. Der Mitberater bin ich schon, ja, aber den Stil und die Linie muss der Winzer festlegen. Wir können die Gewürze liefern, kochen muss der Winzer. Es geht heute darum, welcher Wein besser zum Stil des Weingutes passt. Und damit auch, welches Fass. Ein größeres der Firma Eder aus pfälzischer Eiche. So, jetzt wieder mit der längeren Maischestanze. Oder ein französisches Barrique-Fass, das die Bad Dürkheimer nicht selbst herstellen, sondern nur verkaufen. Eine zukunftsweisende Entscheidung. Die Qualität kommt von draußen rein. Und zwar, ich will mal sagen, wenn wir von Prozenten reden, mal mindestens zu 2/3. Das ist klar. Mit dem Fass kann ich dann den Feinschliff prägen, die Stilrichtung. Mit der Toastung, mit der Holzherkunft und so weiter und so fort. Es gibt dann nochmal den letzten Kick. Pfalz oder Frankreich? Lea Bremer hat einen klaren Favoriten. Wir sind auch sehr ausgeprägt von Kindheit französische Weintrinker. Deswegen rein persönlich ist es auch der. Ich denke, die Barriques werden es auf kurz oder lang werden es die werden. Also vielleicht wäre es auch eine Überlegung, zwei verschiedene anzubieten, dass es auch die fruchtbetonteren gibt und dann aber hier die viel dichteren mit einer viel ausgeprägteren Tanninstruktur. In letzter Zeit besucht Ralf Messing auch immer häufiger Bierbrauer. Denn die brauchen alte Bourbon- oder Tequila-Fässer, um aus ihrem Gerstensaft die derzeit angesagten Craft-Biere zu machen. Auch bei der Brauerei Welde in der Nähe von Heidelberg reifen solche Biere. 3 Monate lang in verschiedenen alten Fässern. Das ist ein heller Bock mit 6,6 Volumenprozent Alkohol. Und das ist eben unser Basisbier immer für die Fässer. Und was ist das für ein Fass genau? Was hat es mit dem Bier jetzt gemacht? Na, es ist eben ein Fass, das vorher mit Bourbon von Jack Daniels belegt war. Und der Toast, der in dem Fass noch ist, verbindet sich wunderbar mit dem Bier. Und das Aroma geht super fein ins Bier über. Und es macht eben so eine spezielle Note aus. Ein gebrauchtes Fass kostet zwischen 175 und 500 Euro. Die Tequila-Fässer bekommt Eder aus Mexiko, die Rumfässer aus Martinique. Es ist auch sehr, sehr schwierig, an alte Fässer dran zu kommen. Also das ist eine, sag ich mal, der Hauptaufgaben von uns, alte Fässer vom Markt zu bekommen. Weil das ist wirklich ganz schwer, versuchen Sie mal, ein altes Fass aus den Staaten zu kriegen. Also zum Beispiel jetzt Jack Daniels. Also wir haben da Kontakte und die Firma Eder hat über die Jahrzehnte ein Netzwerk aufgebaut. Ohne dieses Netzwerk wäre es unmöglich. Ja. Schöne rote Farben mit drin. Und Ralf Messing muss auch weiter an seinem Netzwerk stricken. Die Brauerei will ihr Fasslager noch deutlich vergrößern. Geht schon in Richtung Bernstein. Das ist richtig toller Bernstein, ja. Zurück in Bad Dürkheim. Wenn ein Fass dann wirklich ausgelaugt ist, werden hier Dekofässer oder Möbelstücke daraus gemacht. Das gilt auch für Hölzer, die sich nicht als Fassdauben eignen, weil sie zu große Astlöcher haben. Schreiner Sascha Neumann baut gerade aus solchen Dauben einen 5 Meter langen Tisch für eine Vinothek in Schwetzingen.
Ist das jetzt schon fest definiert? Ja, über die. Es ist zwar jetzt kein Fassbenutzer in dem Sinn, aber es ist ein Kunde, in dem Fall eine Vinothek, die natürlich die Weine wiederum unserer Kunden verkauft. Und es ist ein bisschen eine Prestigesache auf der einen Seite, dass man dort auch zum Zuge kommt. Und wir wollen da natürlich auch eine optimale Qualität abliefern. Es ist technisch bestimmt nicht das schwierigste Projekt, aber aus genannten Gründen ganz, ganz wichtig für uns. Muss gut aussehen. Ja, klar. Das Auge kauft mit. In Schwetzingen wird der neue Tisch schon sehnsüchtig erwartet. Es wird schon mit auf den Mittelpunkt dieses Ladens werden, ganz klar. Das wird der Hingucker. Wenn die Leute reinkommen, werden sie sagen, wow, was ist das? Ruckzuck. Der neue Tisch steht ziemlich schnell. Markus Eder und seine Leute treffen offenbar auch hier den Geschmack. Super, ich bin begeistert. Ehrlich. Sensationell, auch die Farbe der Platte ist ein Traum. Perfekt, harmoniert, hervorragend mit dem Holzbau. Auch die Form ist genial. Da haben wir auch lange drüber diskutiert, wie steil wir da gehen. Ne? Ob wir hier noch schmaler zugehen oder nicht. Ob wir die Platte in der Mitte gerade laufen lassen oder ob wir den Bogen komplett drumherum ziehen. Und wer weiß, vielleicht geht über diesen Tisch bald auch in Ederfässern gelagerter Weißwein aus dem rheinhessischen Weinholzheim. Denn dort beim Weingut Manns ist es soweit. Die Fässer kommen. Und hier kommt das Pauline-Fass hin, Julius, Bella Marie und hier Charlie. Weiter, noch einen Meter. Für uns ein ganz großer Moment, weil wir im Weißweinbereich noch nie ein neues Fass gekauft haben. So ein großes. Und die Spannung natürlich direkt vom Herbst, so ein Fass zu kaufen, ist unendlich, da jetzt wieder den Muster drin zu vergehen, wie er danach schmeckt, aus einem ganz neuen Fass. Jedes Fass wiegt fast 700 Kilo. Einfach mal in den Keller tragen ist nicht. Die Staplergabel ist zu kurz. Verlängerung. Ich will da nicht zu dicht ans Fass, dann verschammeriere ich es. Der Gang ist nicht besonders hoch. Hoffentlich haben die Eder-Leute richtig gemessen. Die Abfahrt in den Keller, verdammt steil. Achtung, ich muss jetzt. Achtung, jetzt kommt ein bisschen mit Schwung. Geschafft. Ohne eine Macke ist das erste Fass durch die Engstelle gekommen. Beim ersten dauert es etwas länger. Bei den anderen dreien sind die Pfälzer Fassbauer und die rheinhessischen Edelwinzer schon richtig gut eingespielt. Weil es ein Prestigeauftrag ist, schaut auch Markus Eder vorbei. Die Fässer stehen. 40.000 Euro haben sie gekostet. Wenn sie von Herzen Winzer sind, und dann ist ihnen das lieber wie ein Auto. Auto geht kaputt und das ist für die Ewigkeit. Für mich ist das immer wieder ein Erlebnis. Es ist eigentlich so mit das schönste Erlebnis, wenn man dann in so ein fertiges Gebilde reinriechen darf und diese Vielfalt von Aromen oder Anaromen wahrnehmen darf. Das ist für mich immer persönlich ein Highlight. Aber reinkrabbeln wollen Sie jetzt nicht? Nee. Obwohl es noch ginge. Am Ende bekommt jedes Fass noch einen Probierhahn, damit die Winzer testen können, ob Markus Eder auch in diesem Fall wieder den Geschmack seiner Kunden getroffen hat.